Corona. Beten und hoffen. Ein Gottesdienst für das Gastgewerbe digital aus dem Berliner Dom. Herzlich willkommen zum Gottesdienst für das Gastgewerbe, heute digital aus dem Berliner Dom. Seit vielen Jahren machen wir diesen Gottesdienst mit vielen hundert Teilnehmern und obwohl es jetzt schon einige Lockerungen gegeben hat, dürfen heute auch nur 50 mit Abstand in den Berliner Dom. Deswegen haben wir uns beschlossen, heute mal digital zu Ihnen rüberkommen. Also treten Sie ein, kommen Sie mit. Bleiben Sie dran, wir freuen uns auf Sie. Bye.
Stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause, alles ist schön aufgeräumt, der Tisch ist gedeckt, Messer und Gabel liegen bereit, sogar Blumen und aus der Küche duftet es gut und Sie erwarten die Gäste. Alles ist da, nur die Gäste nicht. Die bleiben aus. Sie sind enttäuscht, so geht es vielen Gaststätten in unserer Stadt. Und genau das wollen wir heute zum Thema machen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und die Erde gemacht hat. Was bedrückt Sie derzeit? Ja, es ist wirklich sehr bedrückend, dass die Gastronomen wirklich blanke Angst haben. Im Grunde genommen jetzt nach fast 2 Monaten null Umsatz. Die Mieten laufen weiter, die Nebenkosten laufen weiter. Es gab nur kleine Soforthilfen. Die stehen wirklich vor einem großen Scherbenhaufen. Und ich hoffe sehr, dass wirklich möglichst viel und schnell wieder die Gäste in die Gastronomie gehen, dass die Verluste aufgeholt werden können. Wir können nicht planen. Die Planung fehlt. Also uns bedrückt natürlich, oder mich bedrückt in dieser Corona-Krise, dass viele Menschen sehr, sehr verunsichert sind, dass viele Ängste da sind, dass viele Menschen Angst um ihren Arbeitsplatz haben und nicht wissen, wie die Situation morgen bei ihnen aussieht und dass wir alle noch keine richtigen Antworten darauf haben. Da sind wir einfach momentan gehandicapt und da müssen wir alle aufeinander aufpassen. Dafür gibt es zum Glück heutzutage digitale Medien, aber da ist die Gefühle rüberzubringen sicherlich schwieriger, weil da kann man sich nicht mal eben drücken oder mal eben die Hand geben. Also da müssen wir viel miteinander kommunizieren, dass wir eine soziale Balance behalten. Und was gibt Ihnen Hoffnung? Also Hoffnung gibt mir am meisten meine Hotelchefin. Sie ist sehr liebenswürdig zu uns allen. Also man merkt richtig, wie sehr sie sich Sorgen um uns macht und wie sehr sie hofft, dass alles wieder gut wird. Dass viele Menschen auch solidarisch zusammenhalten und miteinander überlegen, wie man aus dieser Krise wieder gut rauskommen kann. Wenn ihr mich fragt, was mir Hoffnung macht, ich glaube an die Wissenschaft. Die machen einen guten Job, da sind wir in guten Händen. Naja, und der Rest, da sind wir fest in Gottes Hand und da sind wir gut aufgehoben. Wenn wir gemeinsam handeln, dann können wir was erreichen. Und ich habe auch noch eine weitere Hoffnung, dass wir durch diesen Stillstand auch ein bisschen in uns zurückziehen können und schauen können, was sind eigentlich die wirklichen Werte, was brauchen wir eigentlich wirklich. Und durch dieses Innehalten, was ja eigentlich in der letzten Zeit fast nicht mehr möglich war für viele Menschen, weil sie sich permanent in Hochgeschwindigkeit unterwegs gedreht haben, im Berufsleben, zu Hause, dann im Social, im sozialen Leben, im digitalen Leben. Und jetzt wird man ein bisschen gebremst, das ist ganz gut, damit man sich auf die wesentlichen Dinge besinnt. Und ich hoffe, dass davon viel zurückbleibt, wenn diese Krise überwunden ist. In der Krise Grund zur Hoffnung hören wir auf das Bibelwort für den heutigen Sonntag, das in besonderer Weise dem Gebet gewidmet ist. Gelobt. 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 Gelobt sei Gott. Gott, der mein Gebet. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft. Nicht verwirft. Nicht verwirft. Nicht verwirft. Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft. Der mein Gebet nicht verwirft, noch. 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 Noch seine Güte. Seine Güte. Noch seine Güte. Von mir wendet. Noch seine Güte von mir wendet. Der mein Gebet nicht verwirft. Noch seine Güte von mir wendet. Gelobt sei Gott. Der mein Gebet nicht verwirft. Noch seine Güte von mir wendet. Gelobt sei Gott. Der mein Gebet nicht verwirft. Noch seine Güte von mir wendet.
Tragfähiger Glaube ist nicht beliebig, aber persönlich. Ich sage Ihnen, wem ich glaube und wem Sie Vertrauen schenken können. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich sage Ihnen, wem ich glaube und wem Sie Vertrauen schenken können. Ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich sage Ihnen, wem ich glaube und wem Sie Vertrauen schenken können. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Hallo. Also im analogen Gottesdienst würde ich jetzt sagen, liebe Gemeinde.
sagen wir mal, liebe Verbundene oder Teilnehmende. Corona, beten und hoffen. Ehrlich gesagt, bei mir ist eine leicht gemischte Gefühlslage. Können Sie ja nicht sehen, aber leerer Dom. Leere Hotels. Leere Gaststätten, obwohl seit vorgestern können wir wieder ein bisschen öffnen, aber da rollt der Rubel nicht oder der Dollar oder der Euro, sondern die Zenz vielleicht. Also das ganz große Geschäft ist noch nicht da, obwohl wir schon alle ziemlich erleichtert sind. In dieser Situation eine Predigt im Gottesdienst für das Gastgewerbe? Lassen Sie uns mal jetzt nicht mehr von Corona sprechen, weil das wird uns eh noch begleiten. Aber ich möchte gerne mit Ihnen über das Beten und das Hoffen sprechen. Und das hat was mit Nächstenliebe zu tun und mit Verantwortung. Vielleicht sind Sie jetzt ganz erstaunt und sagen, wieso? Naja, wir haben als Gasthausmission, wie als Kirche, wie viele andere auch, überhaupt keine Patentlösung für die Überwindung der Krise, in der wir uns befinden. Wirtschaftlich, organisatorisch, menschlich, existenziell, familiär. Aber wir haben als Christen Zugang zu Ressourcen, die wir gerne teilen, weil sie eben nicht nur für uns zur Verfügung stehen. Gasthausmission, und da ist Mission angewandte Nächstenliebe. Weil die Beziehung zu Gott nicht ein Hobby für die Gläubigen ist. Gott möchte alle Menschen ansprechen. Alle? Ja. Egal, ob sie kirchlich und der Gasthausmission seit langem verbunden sind oder ob ihnen gerade das Wasser bis zum Hals oder die Not bis zum Hals steht. Ob ihnen mittlerweile alles egal ist oder ob es ihnen richtig gut geht, weil sie zu den wenigen, aber doch soliden Gewinnern der Krise gehören und sie gar nicht mehr wahrnehmen, auf welchem Globus sie eigentlich leben und wem das Ganze hier gehört. Das muss erläutert werden. Es gibt zwei Sorten, Dimensionen von Gebet. Das eine ist das ich einfach mal meine Seele erleichtere, dann Stoßgebet, das ich abladen kann. Und ich sage Ihnen, das tut gut. Und das machen auch viele Atheisten, die in dieser Form beten. Das sind aber nur 50%, vielleicht 51% oder vielleicht sogar nur 49% einer anderen Form des Betens, die nämlich Antwort geben auf eine Anrede ist. Beten ist hören und reden. Gott hat mich angesprochen und Jesus hat uns das am deutlichsten mitgegeben mit dem Gebet, das er gelehrt hat, das Vater unser Gebet. Es geht darum, eine Adresse zu haben, die ich aktivieren kann. Und dahinter steht die Erfahrung, dass unser Gebet nicht resonanzlos ist. Dass Gott uns nicht wegdrückt, wenn wir anrufen. Gott verwirft mein Gebet nicht. Das ist schon eine besondere Gotteserfahrung, wenn ich begreife, Gott meint auch mich, mich persönlich. Gott liebt mich. Er wendet sich nicht ab, sondern zu. Die gute Nachricht ist, ich brauche dazu keine besonderen religiösen Adapter, weil Gott menschlich mit mir redet. Er redet durch Jesus Christus, einen besonderen Menschen, zu uns. Dieser Gott, der uns in Jesus Christus begegnet, ist allerdings kein Wunscherfüllungsautomat. Was wäre das übrigens für ein Gott, wenn es so wäre? Nein, vielleicht müssen wir da sogar unsere Gottesbilder korrigieren. Jesus begegnet uns an unserer Seite als der Auferstandene in schwierigen
und in guten Zeiten, auch heute. Und so wird auf einmal Hoffnung konkret. Gott ist an meiner Seite. Da bin ich durchaus relaxed. Und relaxed kann ich klarer gucken, klarer entscheiden. Das hilft, Blockaden zu lösen, handlungsfähig zu werden, Spielräume zu erkennen und nicht nur auf mich zu sehen, sondern auch auf Menschen, denen es vielleicht viel schlechter geht als mir, als uns, die Hilfe brauchen. Das ist übrigens die Blickrichtung, die man bekommt, wenn man sich an Jesus Christus orientiert, die Jesus vermittelt. Das gibt Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung. Gott sei Dank, sage ich da. Was will ich mehr? Und dann kann ich nur sagen, Amen. Was nur bedeutet, so ist es. Und diese Erfahrung wünsche ich Ihnen von Herzen. Amen. So ist es. Manchmal, da braucht man einfach jemanden zum Reden. Wir von der Gasthausmission haben gerne ein offenes Ohr für Sie und Ihre Anliegen. Wir sind für Sie da, im persönlichen als auch im digitalen Kontakt. Auf unserer Website www.gasthausmission.de finden Sie alle Möglichkeiten, wie Sie mit uns in Kontakt treten können. Ebenso finden Sie dort auch unseren neuen Flyer, wo Sie weitere Informationen über das, was Gasthausmission tut, finden können. Eins unserer wichtigen Projekte ist der Wertenavi. Wertebildung für Azubis und für Personalverantwortliche. Wir bieten Seminare an, eintägige, dreitägige und sind dabei, immer neue Formate zu entwickeln. Auch darüber finden Sie Informationen auf unserer Website oder direkt unter www.wertenavi.de. Im analogen Gottesdienst würden wir jetzt
Klingelbeutel durch die Reihen geben und die Kollekte einsammeln. Und ich würde sagen, heute dürfen Sie sich als Scheinwerfer betätigen und ein paar Scheine abgeben, weil die Arbeit der Berliner Gasthausmission sich nämlich durch einen Freundeskreis finanziert. Und wir möchten Sie gerne als Freundin und Freund der Berliner Gasthausmission gewinnen, wenn Sie diese Arbeit unterstützen wollen. Also werden Sie Gamiga oder Gamigo. Über Ihre Überweisung freuen wir uns sehr. Und vielleicht hören und sehen wir uns dann. Wir halten Fürbitte. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass wir im Gebet mit dir sprechen können. Danke, dass wir mit all unseren Sorgen und allem Dank zu dir kommen können. Herr, wir bitten dich für alle Menschen, die in dieser Krise besonders leiden. Menschen haben ihre Arbeit verloren. Viele haben Angst und Sorge oder stecken in finanzieller Not. Schenke du ihnen Zuversicht und Hoffnung. Wir bitten dich für diejenigen, die einsam und die durch die Einschränkungen besonders isoliert sind. Sei du ihnen nahe. Wir bitten dich gemeinsam, Herr, erhöre unser Gebet. Herr, wir bitten dich für die Mitarbeitenden im Gastgewerbe. Sie sind in besonderer Weise von der Corona-Krise betroffen. Höre ihre Sorge und Not. Zeige ihnen Wege, erfolgreich wieder öffnen zu können, das Vertrauen der Gäste zu gewinnen, damit sie wieder viele Gäste empfangen können. Schenke du ihnen neue Perspektiven und Möglichkeiten. Segne sie und ihre Arbeit. Wir bitten dich gemeinsam, Herr, erhöre unser Gebet. Herr, wir bitten dich für alle, die in politischer Verantwortung stehen. Schenke du ihnen Weisheit im Umgang mit der Krise. Hilf ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen zwischen Lockerungen und Vorsicht. Gib du ihnen Möglichkeiten zur Unterstützung der Menschen, die durch Corona in Not geraten sind, und zeige ihnen Wege, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Wir bitten dich gemeinsam, Herr, erhöre unser Gebet. Herr, wir bitten dich für unser Land. Dort, wo Hass und Fremdenfeindlichkeit Einzug gehalten haben, bitten wir dich, Liebe zu säen und den Blick für den Mitmenschen zu öffnen. Besonders in der letzten Zeit häufen sich Anfeindungen. Schenke uns Kraft, Arme und Schwache zu unterstützen, Fremden Heimat zu geben und einander wertzuschätzen. Wir bitten dich gemeinsam, Herr, erhöre unser Gebet. Herr, wir bitten dich für alle, deren Unternehmen unter den Beschränkungen gelitten haben und leiden. Schenke du ihnen Möglichkeiten, erlittene Einbußen aufzufangen oder sogar aufholen zu können. Danke für alle Fördermittel zur Unterstützung der Unternehmen. Gib den Hotels und Restaurants eine Zukunft. Besonders bitten wir für diejenigen, die durch alle Roste gefallen sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Wir bitten dich gemeinsam, Herr, erhöre unser Gebet. Herr, wir bitten dich für alle Kranken und Trauernden. Wir bitten dich für alle, die Angehörige verloren haben und die durch die Einschränkungen nicht richtig Abschied nehmen konnten. Herr, schenke du ihnen Frieden. Lass sie spüren, dass du ihnen nahe bist und sie auch im Leid nicht verlässt. Herr, sende du ihnen Menschen, die sie unterstützen, und lass sie deinen Segen erfahren. Wir bitten dich gemeinsam. Herr, erhöre unser Gebet. Wir beten gemeinsam. Vater, unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel
so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Bleib behütet. Vorbei? Im digitalen Gottesdienst noch nicht. Im analogen würden wir jetzt zu einem kleinen Empfang einladen, in die Tauf- und Traukapelle, zu einem Glas Wein, einem Glas Bier, einem Saft und einem kleinen Häppchen und dann ein bisschen ins Gespräch kommen miteinander. Das können wir jetzt auch im Digitalen, denn es ist noch nicht vorbei. Wir machen weiter. Wir vier stehen nämlich für Sie zur Verfügung. Und Frau Stumpf erklärt Ihnen, worum es da geht und wie es geht.
Im Anschluss an diesen Gottesdienst werden Hans-Georg Filker, Jan von Kampenhausen, Susanne Hornauer und ich, Sarah Stumpf, für Sie bis 20 Uhr im Chat zur Verfügung stehen. Den finden Sie einmal in der Beschreibung unter diesem Video und auf unserer Website www.gasthausmission.de unter dem Chat-Button. Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Nach dem Gottesdienst ist vor dem Gottesdienst. Wir freuen uns, wenn Sie am 14. Juni 2020 wieder mit uns unseren Schiffsgottesdienst feiern. Ob wir uns persönlich auf dem Schiff sehen können, wird sich zeigen. Ansonsten treffen Sie uns wieder in digitaler Form auf diesem Kanal. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind.